Hi und herzlich willkommen zu einer wirklich anspruchsvollen Transferaufgabe zur orthogonalen Projektion. Orthogonale Projektionen sind auf jeden Fall schon ziemlich anspruchsvoll, eher LK-Niveau, in manchen Bundesländern auch GK, in Hamburg zum Beispiel, aber diese Aufgabe hier ist definitiv tricky. Anforderungsbereich 3 könnte so in einer Abi-Klausur gestellt werden. Wir bekommen eine gerade H, beziehungsweise wir kriegen sie nicht wirklich. Sie wird nur erwähnt und wir wissen, dass sie die x2-Achse bei 0, 6, 0 schneidet. Außerdem wissen wir, dass die gerade H' die orthogonale Projektion von H auf die Bodenebene des Koordinatensystems ist und die kriegen wir auch abgebildet. Das ist hier, ne? Das ist unser H'. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, eine Gleichung der Ebene E anzugeben, die alle möglichen Geraden h enthält. Und um das zu lösen, um diese Ebene angeben zu können, muss man echt ein tiefes Verständnis der orthogonalen Projektion haben. Und das wollen wir uns jetzt erstmal erarbeiten. Ihr wisst ja, normalerweise hat das Koordinatensystem drei Achsen bei Vektorrechnung. x1 geht nach vorne, x2 geht zur Seite, x3 geht nach oben. In manchen Bundesländern ist es auch x, y und z, ändert aber an der ganzen Theorie überhaupt nichts. Und das, was wir jetzt abgebildet haben, das ist x1 und x2 sozusagen ein zweidimensionales Koordinatensystem. Und, gar nicht so schwierig zu verstehen eigentlich, es ist ein Ausschnitt von unserem Koordinatensystem, quasi hier der Boden davon. Und genauer gesagt, ist dieses Stückchen hier, der obere rechte Quadrant, der erste Quadrant von diesem Koordinatensystem, genau das Stückchen hier, ne? Da wo die x1 und die x2-Achse in die positive Richtung zur Seite bzw. nach oben düst. Ja, und eine orthogonale Projektion auf diese Bodenebene von einer Geraden, die nimmt sich jetzt so eine Gerade, die irgendwie hier durch den Raum fliegt, und tut so, als würden von oben Sonnenstrahlen darauf scheinen und sozusagen einen Schatten von dieser Geraden auf die Bodenebene werfen. So würde dieser Schatten dann irgendwie auf dem Boden verlaufen. Das Gelbe ist dann meine Ursprungsgerade h und diese Schattenprojektion ist meine gerade h'. Ja, und jetzt ist das Problem, dass am Schatten halt nicht eindeutig erkennbar ist, wo h lag. Weil eine Gerade, die vielleicht so ein bisschen schräg nach oben verlaufen würde, aber auch eben senkrecht über diesem Schatten verläuft, die kriegt genau den gleichen Schatten nach da unten hingeworfen. Und auch eine Gerade, die vielleicht so fallen würde, aber senkrecht über diesem Schatten verläuft, die kriegt den Schatten auch auf denselben Schatten nach da unten geworfen wie die anderen beiden. Und ihr seht schon, vielleicht könnt ihr erkennen, welche Ebene da entsteht. Diese ganzen Geraden laufen ja alle, wie auch immer, aber senkrecht über unserer Schattengerade. Eine Ebene, die alle möglichen Geraden h enthält, ist also einfach hier so eine senkrechte Scheibe, die natürlich als Ebene in alle Richtungen unendlich weitergeht, aber die definitiv senkrecht zur x1, x2-Ebene steht und die Schattengerade enthält. Ja, und jetzt können wir uns mal ganz konkret unsere Schattengerade h' einzeichnen und mal gucken, was es mit diesem verrückten Punkt 060 noch auf sich hat. Weil dieser Punkt 060, naja, der muss halt nicht einfach so gegeben werden, der wird schon mit irgendeiner Intention dastehen. Ja, und wir schnappen uns jetzt erstmal zwei signifikante Punkte der Schattengerade, nämlich hier den da. Der hat die x-Koordinate 0 und die y, also x2-Koordinate 6. Und dann, weil es ein Projektionspunkt in der Bodenebene ist, ist die Höhe natürlich 0. 0, 6, 0, das ist genau mein P. Und der ist ungefähr, sagen wir mal, hier. Bei der 6 geht er durch die x2-Achse durch. Dann haben wir noch hier den Schnittpunkt mit der x1-Achse. Der liegt bei x1 ist 3, x2 ist 0. Und weil es die Projektion in die Bodenebene ist, ist x3 auch 0. Der liegt also ungefähr hier. Und schwupps, können wir uns diese gerade h' ins dreidimensionale Koordinatensystem reinzeichnen. Und jetzt wissen wir, dass unsere Geraden auf jeden Fall durch P durchlaufen. P war das hier, bei der y-Achse bei 6. Hier ist P. Und die gerade h, von der wissen wir jetzt, dass sie durch P durchlaufen soll. Das bedeutet, diese gerade h, wie auch immer sie auf diesen Schatten runter projiziert wird, sie wird auf jeden Fall früher oder später durch diesen Punkt hier durchlaufen und irgendwie so aussehen. Dann wird der Schatten einerseits von oben nach unten auf die Bodenebene projiziert,
Andererseits aber auch ein bisschen, naja, schwierig für Schatten zur Vorstellung, von unten nach oben. Also das könnte eine mögliche gerade H sein. Sie könnte aber auch viel steiler fallen und dann durch 6 durchgehen, also irgendwie so verlaufen. Oder aber sie könnte auch von unten nach oben da durchkommen. Schwupps. Aber so oder so muss sie genau senkrecht über diesem Schatten verlaufen, weil sonst wäre eben H' nicht die passende orthogonale Projektion dazu. Aber ihr seht schon, was passiert. Da entsteht so eine, naja, wie so eine Schleife von so einem Schlips, ne? Die könnten alle irgendwie solche Formen annehmen, diese Geraden. Und weil die sich wirklich in alle Richtungen bewegen könnten, könnten die ja auch einfach bis ganz nach oben irgendwie so verlaufen. Sie können nur nicht senkrecht von oben nach unten verlaufen, weil dann wäre ihr Schattenpunkt einfach nur P. Also das würde nicht funktionieren. Aber in jedem Fall ist das hier eine Ebene, die alle möglichen Geraden H enthält. Und für eine Ebene, sie soll jetzt hier ja E heißen, für eine Ebene E brauchen wir immer einen Namen, den haben wir jetzt schon, E, dann Doppelpunkt, Vektor x ist gleich, dann brauchen wir einen Stützvektor und dann brauchen wir zwei Richtungsvektoren. Und als Stützvektor können wir jetzt perfekt irgendeinen Punkt dieser Ebene nehmen und da bietet sich natürlich P an. Das heißt 0, 6, 0, unser OP kann direkt der Stützvektor sein. Und als die beiden Richtungsvektoren können wir jetzt einerseits einfach den Vektor von hier nach hier, also den Vektor zum Beispiel P, nennen wir es PQ, bilden. Den, ich mache ihn hier mal vielleicht besser rot, dann sehen wir ihn im anderen Bild besser. Den sehen wir hier, der läuft also wirklich genau in der Ebene. Und wenn wir ihn PQ nennen wollen, dann müssen wir Q minus P rechnen. Q ist 3, 0, 0, minus, minus, minus. P ist 0, 6, 0. Das heißt, da bleibt 3, minus 6, 0 übrig. Und als zweiten Richtungsvektor, und das ist jetzt super smart, könnt ihr einfach den Vektor nehmen, der nur senkrecht nach oben geht. Also zum Beispiel 0, 0, 1 oder 0, 0, 5 oder 0, 0, minus 10. Weil ihr wisst, aufgrund der senkrechten Projektion verlaufen all diese Vektoren, die sich nur entlang der x3-Achse bewegen. Auch in unserer gesuchten Ebene E. Ja, und jetzt für die Sternchen noch, für die Kirschlein auf dem Sahnehäubchen, schreiben wir noch, dass R-Element R und S-Element R sein muss, damit wir auch wirklich perfekt eine Ebenenvorschrift dahingeschrieben haben. Ja, und das war die Lösung der Aufgabe. Und die haben geschrieben, eine Gleichung, weil man hätte natürlich auch diverse andere Gleichungen bilden können, indem man da irgendwie die Stütz- oder Richtungsvektoren abgeändert hätte. Ja, alles nicht so einfach mit der orthogonalen Projektion, da muss man sich erstmal reindenken. Und wenn ihr nochmal die Grundlagen davon hören wollt, schaut mal hier rein, da erkläre ich das nochmal ganz von Null an. Und wenn ihr sagt, ihr braucht lieber noch eine schwierige Transferaufgabe zu dem Thema, dann empfehle ich euch das Video da oben drüber, das kommt so ähnlich, auch aus einer Abi-Klausur. Ganz viel Spaß damit, bei Fragen meldet euch jederzeit und bis ganz bald. Ciao.